In Berlin-Wedding lebt Anke Gerl mit ihren Kindern Patrick und Kira. Seit ihrer Scheidung vor 10 Jahren kümmert sich die 38-Jährige allein um die beiden Jugendlichen. Das gelingt ihr sehr gut. Erst seit 3 Wochen verhält sich ihre 17-jährige Tochter anders als gewohnt. Sie zieht sich besonders aufreizend an und schminkt sich stark. Heute macht Anke noch eine weitere Entdeckung. Na, gefällt dir das? Ich kann dir noch viel mehr zeigen. Zum Beispiel das oder das. Oder beides. Na, wie ist das? Kira, was machst du denn hier? Bist du total verrückt geworden? Für wen machst du diese Show? Sag mal, kannst du nicht anklopfen? Entschuldige bitte, ich lebe hier. Für wen machst du diese Show? Für meinen Freund. Wie für den Freund? Und du machst dich nackig für deinen Freund. Wer ist dein Freund? Mein Freund heißt David. Er ist sehr cool, sehr nett. Und bevor du fragst, nein, wir waren noch nicht zusammen in der Kiste. Bin begeistert, wie nett du zu mir bist. Mensch, Kira, bist du verrückt geworden? Was ist, wenn der Typ das jetzt ins Netz stellt? Sag mal, bist du irre? David würde niemals so einen Scheiß machen. Das Ding her, Mensch. Was ich jetzt mache, ist zu deinem eigenen Schutz. Mensch, Kira. Was schreit ihr denn hier so rum? Ach, nix. Was ist los? Mach deine Hausaufgaben. Wenn so eine Videos einmal im Netz sind, die kriegt man dann nie wieder raus. Ich meine, dass Kira irgendwann mal einen Freund hat, das war mir doch klar. Ich meine, sie ist jetzt 17. Aber jetzt gleich sowas, ich mache mir wirklich Sorgen. Anke hätte niemals damit gerechnet, dass sich ihre Tochter für ihren Freund ausziehen würde. Die 38-jährige kaufmännische Angestellte hat Angst, dass es nicht beim Striptease bleibt. In ihrer Sorge um Kira erzählt sie gleich am nächsten Tag ihrem Bruder Jörg von der Geschichte. Der 33-Jährige hat Anke schon oft mit Rat und Tat zur Seite gestanden, wenn es um ihre Kinder ging. Sie ahnt nicht, dass Kiras neuer Freund bereits unterwegs ist. Du sag mal ganz ehrlich, ich habe so nachgedacht. Vielleicht hat der Typ sie auch überredet, ja, diese Nacktbilder zu machen. Ja? Und jetzt macht er, weiß ich was mit den Bildern. Ich meine, Kira hatte bis jetzt nicht mal einen Freund. Quatsch, mach dir mal keine Sorgen. Die Kids heutzutage sind schon viel weiter, als du denkst. Die wissen schon, was gefährlich ist. Aber Kira nicht. Die ist nicht so abgebrüht. Quatsch, ich denke, spätestens nach der Ansage, die du gemacht hast, hat sie begriffen, dass sie es nicht mehr machen darf. Im Bett war sie mit ihm offensichtlich ja auch noch nicht. Ganz ehrlich, da bin ich mir nicht mal so sicher. Wirklich nicht. Warte mal ganz kurz. Guten Tag. Ja, Frau Gerl? Ja? Ich bin David. Welcher David? Na, Kiras Freund. Sie sind Kiras Freund. Entschuldigen Sie bitte, dass ich jetzt verdutzt bin, aber ich habe jetzt mit einem Jungen in Ihrem Alter gerechnet. Ich meine, wie alt sind Sie denn überhaupt? Ich bin 32. Es klingt jetzt viel älter, aber so schlimm ist es doch gar nicht. Ich finde es sehr eigenartig. Oh mein Gott, David! Hey! Grüße! Ganz kurz mal, was soll das? Und Kira, was hat die Tasche zu bedeuten? Mama, David und ich, wir wollten wegfahren. Aber ich hab's irgendwie vergessen zu erzählen. Offensichtlich, und du fährst nirgendwo hin. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ich lade doch Kira nur auf einen Weekend-Trip ein. Ich bringe sie morgen zurück, keine Sorge. Sorry, nein. Nein, mach ich nicht. Friedlich. Nein. Was ist denn jetzt schon wieder bei dir kaputt? Ich meine, was ist denn dein Problem? Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ist es jetzt wegen meinem Alter? Okay, aber lassen Sie sich vorschreiben, ob Sie sich in einen jüngeren oder älteren Mann verlieben dürfen? Hallo. Jetzt mal ganz entspannt, okay? Ich glaube nicht, dass meine Schwester Ihnen jetzt hier irgendeine Erklärung schuldig ist. Ihr seid ihr jetzt alle bescheuert? Und außerdem, was mischst du dich da bitte ein? Okay. Reg dich nicht auf. Warte. Ist für alle Beteiligten besser, wenn ich jetzt gehe. Was? Nein! Ich komme wieder. Reg dich. Danke. Ja, bitte. Ihr seid doch echt das Allerletzte. Müsst ihr alles versauen? Ich kann nicht mehr. Sag mal, da kommt der Typ her, ja? Und will mal so einfach die Kira mitnehmen. Ich flipp hier aus, wirklich. Hab ich gehört. Ich war dabei. Aber was willst du jetzt machen? Der Typ hat, du hast doch gehört, was Kira gesagt hat. Mann, Jörg, ey, der hat ihr total den Kopf verdreht. Auch wenn Kira mich jetzt hassen wird. Ich werde dafür sorgen, dass der Typ die Finger von ihr lässt. Das sag ich dir. David Bremer hat keinen guten Eindruck hinterlassen. Und nachdem Anke nun weiß, dass ihre 17-jährige Tochter mit einem 15 Jahre älteren Mann zusammen ist, will sie den Kontakt zwischen den beiden verbieten.
Um in Erfahrung zu bringen, welche Möglichkeiten sie dafür hat, sucht sie bereits am nächsten Tag gemeinsam mit ihrem Bruder Rechtsanwältin Brigida Braun auf. Also eins kann ich Ihnen aber sagen, Frau Braun. Meine Tochter ist total unschuldig. Mensch, die ist noch total grün hinter den Ohren. Die hatte bis jetzt noch nicht mal einen Freund. Und somit hat dieser Typ so leichtes Spiel bei ihr. Also ich verstehe Ihre Bedenken wirklich voll und ganz. Wissen Sie, ich bin auch Mutter. Wenn alle Stricke reißen, haben wir immer noch die Möglichkeit, ein Annäherungs- und Kontaktverbot zu erwirken. Das ist doch schon mal eine gute Idee, oder? Zumindest ein Anfang. Also die Idee steht natürlich immer im Raum, allein die Umsetzung ist manchmal ein bisschen schwierig, denn Hand aufs Herz. Wir haben hier ein 17-jähriges Mädchen, das Sie natürlich nicht 24 Stunden am Tag beaufsichtigen können. Darüber hinaus, ein verliebter Teenager findet immer Mittel und Wege, doch noch irgendwie Kontakt zu seinem Geliebten zu finden. Versuchen können wir es. Auf mich hört sie jedenfalls momentan überhaupt nicht. Ich kann mich auf den Kopf stellen, Frau Braun. Ich verstehe vollkommen, dass Sie im Augenblick Kommunikationsprobleme haben, zumindest was diese Frage anbelangt, ja? Aber im Vorschlag zur Güte, lassen Sie uns ein Gespräch mit dem jungen Mädchen führen. Schauen Sie, lassen Sie mich dabei sein. Ich bin außenstehend, vielleicht hört sie auf mich. Und vielleicht kann ich mit ihr eine Verbindung aufbauen. Probieren können wir es natürlich, Frau Braun. Darüber hinaus möchte ich sehr gerne, dass dieser, wie heißt der junge Mann, David, mit dabei ist. Ja, ich weiß, Sie sind davon nicht begeistert. Und nichtsdestotrotz, wenn ich ihn vor mir habe, dann kann ich ihn unter die Lupe nehmen. Dann kann ich schauen, mit wem ich es zu tun habe. Unter Umständen ist das ein ganz anständiger Bursche. Allein dieser Altersunterschied, das ist doch nicht normal. Ich bitte Sie. Der Typ, ich bin mir sicher, der will nicht mal mit uns reden. Also, erstmal zu Ihnen, der Altersunterschied ist natürlich suspekt, das gebe ich offen zu. Aber wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, schon alleine aus Respekt dem jungen Mädchen gegenüber. Und darüber hinaus, Frau Gerl, wenn er wirklich in Kira verliebt ist, wird er sich selbstverständlich auf das Gespräch einlassen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, und wenn er sich versucht, irgendwie rauszureden oder uns am Ende wahrscheinlich noch belügt? Mir ist doch egal, ob er sich rausredet oder ob er die Wahrheit sagt. Ich möchte nicht, dass er Kontakt zu Kira hat. Er soll sie in Ruhe lassen. Nennt mich alle verrückt. Aber ich find's total krank, dass ein 32 Jahre alter Mann auf eine 17-Jährige steht. Ich kann Sie sehr gut verstehen, gar keine Frage. Trotzdem, ich denke, wir sollten ein Gespräch führen. Wir sollten einfach mal schauen, wie die Dinge stehen. Und reagieren können wir dann immer noch. Einverstanden? Ja. Ja? Wann hätten Sie denn Zeit? Für eine Mutter ist es nicht einfach zu akzeptieren, wenn ihre minderjährige Tochter mit einem sehr viel älteren Mann nach Hause kommt und diesen als ihren neuen Freund vorstellt. Ich würde das zum Anlass nehmen, diesen Menschen hier unter die Lupe zu nehmen. Ich will meine Tochter nicht einengen oder bevormunden, aber sie ist 17 und ich muss sie davor bewahren, Fehler zu machen, die sie später bitter bereuen wird. Rechtsanwältin Brigida Braun setzt sich umgehend mit David Brehme in Verbindung. Der stimmt einem Gespräch zu. Der 32-Jährige will die Chance nutzen und seinen ersten missglückten Auftritt wieder gutmachen. Außerdem möchte er Kiras Mutter davon überzeugen, dass sie sich keine Sorgen um ihre Tochter machen muss. Aus diesem Grund bringt er sogar seine Mutter Elisa mit. Ich hoffe, Sie sind nicht für dieses Treffen extra von außerhalb angereist. Nee, ich wohne hier in Berlin und David übernachtet denn manches Mal bei mir, wenn er denn abends länger arbeiten muss. Weil der Weg nach Spandau ist ja doch schon ganz schön weit raus, ne? Ja, da haben Sie bestimmt recht. Herr Brehme, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich beruflich? Ich arbeite für eine Solaranlagenfirma. So schön, die beiden. Die haben sich wirklich gesucht und gefunden. Es tut mir wirklich leid wegen letztem Mal. Ich hätte mich wirklich offiziell bei Ihnen vorstellen müssen. Das ist mir jetzt auch klar geworden. Aber dieser riesen Altersunterschied. Und warum Kira? Weil ich sie liebe. Und ich liebe ihn, Mama. Das sind da schon ein paar Jahre Unterschied. Sie können mir glauben, mein Sohn ist wirklich ein hochanständiger Junge. Also, ob das so hochanständig ist, ja, dass Kira sich nackig macht im Internet für ihren Sohn. Gott, Mama, das war doch nicht Davids Idee. Das war eine Überraschung von mir. Ja, trotzdem, Kira, solltest du das nicht herunterspielen. So ohne ist das Ganze nicht. Herr Brehme, zu Ihnen noch mal. Sagen Sie mal, wie stellen Sie sich eigentlich Ihre Beziehung mit einer Minderjährigen vor? Gott, das ist peinlich. Ja, Kira, das mag peinlich sein. Das tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Nichtsdestotrotz, deine Mutter macht sich hier wirklich erhebliche Sorgen. Und es muss gestattet sein, dass ich hier gewisse Fragen stelle und die auch beantwortet werden. Ach, nun geben Sie den beiden doch eine Chance.
Ach, darum geht es doch gar nicht, Frau Bremer. Und Ihnen, Herr Bremer, ist hoffentlich klar, dass Sie nicht einfach so mir nichts, dir nichts mit Kira irgendwohin verreisen können, oder? Wenn die beiden sich überhaupt treffen, dann nur bei mir und unter meiner Aufsicht. Natürlich. Damit bin ich völlig einverstanden. Hauptsache, wir können uns weiter sehen. Und was den Sex angeht, natürlich können wir noch warten damit. Damit bin ich völlig einverstanden, bis Kira volljährig ist. Wann können wir uns denn sehen? Kira, ich rede erst mal mit deiner Mutter unter vier Augen, einverstanden? Und auf Sie, Herr Bremer, werde ich gesondert zukommen. Ich denke, damit haben wir heute alles besprochen. Dann bringe ich jetzt die beiden am besten noch raus. Komm mit, Mama, dann gehen wir jetzt. Schön. Wiedersehen. Also ich weiß nicht, was ich von der Geschichte halten soll. Ja, mir geht's da wie Ihnen. Also ich meine, die Nummer mit der Mutter, das war wirklich dick aufgetragen und irgendwie auffallend übervorsichtig. Wissen Sie was, ich arbeite seit einiger Zeit mit einem Privatdetektiv zusammen, ein wirklich guter Mann. Was würden Sie davon halten, wenn ich ihn bitte, diesen David so ein bisschen zu beobachten? Hört sich gut an. Sollten wir machen. Natürlich ist die Situation für Kira sehr peinlich. Zumal sie sich für erwachsen genug hält, hier eigene Entscheidungen treffen zu können. Nichtsdestotrotz, ihre Mutter macht sich hier ernsthafte Sorgen. Und unsere Aufgabe ist es, Kira vor Schlimmerem zu bewahren. Um mehr über David in Erfahrung zu bringen, folgt ihm Rechtsanwältin Brigida Braun nach dem Treffen bis zur Wohnung seiner Mutter. Mittlerweile ist auch Privatdetektiv Thomas Müller eingetroffen. Er versucht, weitere Informationen über Kiras Freund herauszufinden und ist erfolgreich. Super, Dicker. Ich danke dir. Ja, super Neuigkeiten, ne? War das in unserer Sache? Ja, ja, natürlich. Okay, kannst du mir das gleich erzählen? Da kommt jemand. Okay. Guck mal. Das hier ist der David Brehme. Und das ist die Tochter deiner Mandantin? Nee, die sieht ganz anders aus. Also die wirken sehr vertrauen. Also wie Vater und Tochter sehen die nicht aus. Die ist ja blutjung, sag mal, die ist ja wie Kira. Ja, aber du bist alles andere als freundschaftlich. Und meinen Ermittlungen zufolge ist der Typ auch mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung. Ist nicht wahr, oder? Doch, mein Ernst, natürlich. Hat er uns im Bären aufgebunden. Also da ist nichts mit hochanständig und super Schwiegersohn. Wer weiß, was deiner vielleicht schon Keller hat. Maus, ich werde hinterher, ja? Ja, versuch noch mehr rauszufinden, ja? Tschüss. Ist ja unglaublich. Ja, ein zweites junges Mädchen, so vertraut mit diesem Herrn Bremer. Ich bin wirklich beunruhigt. Mein Gott, wenn Kira das wüsste. Sie ist so verliebt in diesen Mann. Die erste ganz große Liebe. Also, es würde ihr nicht gefallen, wenn sie erfahren müsste, dass der Mann sie anlügt. Aber es hilft nichts. Ich muss ihr sagen, dass dieser Herr Bremer offensichtlich nicht der gute Kerl ist, für den er sich ausgibt. What if I wanted to break? Die Rechtsanwältin macht sich sofort auf den Weg zu Familie Gerl, um Mutter und Tochter von den beunruhigenden Neuigkeiten zu berichten. Brigida Braun will Kira davon überzeugen, dass David nicht vertrauenswürdig und sogar vorbestraft ist. Doch die 17-Jährige ist bis über beide Ohren verliebt und sieht ihn durch eine rosarote Brille. Der hat richtig was auf dem Kerbholz, der Mann. Ihr tut so, als würde es keine Menschen mit Fehler geben. Ihr regt euch über alles auf, das nervt total. Und betrügen tut er mich nicht. Mensch, Mädchen, wach auf. Der Typ wurde auf der Straße gesehen mit anderen Mädchen, Hand in Hand. Ja, das war bestimmt seine Schwester. Er hat mir von ihr erzählt, die ist 14 oder so. Kira, schalte jetzt mal bitte deinen Kopf ein. Wenn das so wäre, dann würde doch zwischen den beiden ein Altersunterschied von 18 Jahren bestehen. Geht doch wohl nicht an, oder? Mensch, Kira, überleg doch mal. Dieser Mann ist unter Umständen nicht der, für den du ihn hältst. Das ist totaler Schwachsinn. Ich liebe ihn und er liebt mich. Und er lügt nicht. Das mit den Vorstrafen, das hat er mir auch erzählt. Wie bitte? Und es war dir egal, oder was? Mensch, Mama, du bist immer diejenige, die sagt, jeder Mensch braucht eine zweite Chance. Mann, Kira, ich mach mir Sorgen um dich. Brauchst du aber nicht. Und es geht mir total auf den Geist, dass du mir immer alles verbieten willst. Was machst du denn jetzt da? Ich geh zu Sarah, ich schlaf bei ihr. Oder willst du mir das etwa auch noch verbieten? Nein, aber ich fahr dich, Kira, du fährst nicht alleine. Weißt du was, Mama, du vertraust mir gar nicht mehr, oder? Die ist doch wie Gehirn gewaschen. Der Typ hat sich schon im Internet strippen lassen, ja? Der will doch eindeutig mehr, das ist doch offensichtlich. Absolut, also das sehe ich auch so. Allerdings, uns fehlen die Beweise. Frau Gerl, Hand aufs Herz. Also das Einzige, was wir auf die Schnelle machen können, ist ein Annäherungs- und Kontaktverbot zu erwirken. Auf der anderen Seite muss ich sagen, überlegen Sie sich das gut, ja? Denn diese Aktion könnte natürlich Ihr gutes Verhältnis zu Kira erheblich stören. Ja, alles hat seine zwei Seiten.
Auch wenn Kira mich dafür hasst, dass ich eine Anwältin eingeschaltet habe. Dieser David ist ein Krimineller und ich werde dafür sorgen, dass er sich nicht an meine Tochter vergreift. Wenn sie nicht einsieht, den Kontakt zu ihm abzubrechen, werde ich dafür sorgen. Anke hat große Angst, dass Kiras Freund ihre Tochter sexuell ausnutzen könnte. Denn er ist nicht nur 15 Jahre älter, sondern auch vorbestraft. Die 38-Jährige kann den Gedanken kaum ertragen, dass die beiden ein Paar sind. Am Abend versucht Jörg, seine Schwester zu beruhigen, da er denkt, dass sie sich in etwas hineinsteigert. Mensch, ich bin total fertig, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Geschichte geht mir echt an die Nieren. Das glaube ich dir. Ich finde den Typen ja auch total komisch. Aber vielleicht sollte mir Kira da ein bisschen mehr vertrauen. Ich meine, wenn er es nicht ernst mit dir meint, dann wird sie das schon merken. Sie ist kein kleines Mädchen mehr. Doch, sie ist mein Mädchen, weißt du? Und deshalb werde ich diesen Typen auch anzeigen. Hey, mach das bloß nicht. Erstens wird sie wird es nie verzeihen, treibt sie noch mehr in seine Arme. Ich muss sie schützen. Denkst du, ich guck mir an, wie sie ins Unglück läuft? Niemals, Jörg. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja auf deiner Seite, okay? Aber du machst ihn nur noch attraktiver für sie. Mann, du weißt doch, wie das läuft. Was ist los? Ich muss mal eben mit Jörg reden. Worüber? Mensch, Mama, bitte. Kann ich mal eben mit dir draußen reden? Ja, warte, ich komme. Danke. Was ist los? Naja, also ich war gerade im Internet. Auf so Seiten. Okay, auf was für Seiten? Naja. Auf Pornoseiten, oder was? Nein. Aber bist du nicht noch ein bisschen zu jung dafür? Nein, komm mal mit. Hier, guck mal, auf der Seite ist auf einmal am Rand dieses Fenster aufgegangen mit dem Bild von Kira. Ach, du Scheiße, ey. Was ist das denn, ey? Was ist denn hier noch? Sag mal, ist das Kira? Sag mal, das ist ja eine Pornoseite. Ja, sieht cool so aus. Dieses Arschloch. Das kann nur dieser David gewesen sein. Ich muss sofort mit dir reden und du kommst bitte mit. Ja, natürlich. Und ich rufe sofort die Anwältin an. Ich meine, sie muss dafür sorgen, dass diese Anzeige aus dem Internet verschwindet. Was soll ich jetzt machen? Du druckst mir jetzt bitte dieses Bild aus und wartest, bis der Anwalt sich meldet. Dann gibst du ihm bitte die Internetadresse durch. Okay? Okay. Alles klar. Ey, am liebsten würde ich mir den Typen jetzt krallenbar und mal richtig rund machen. Kommt hier an, spielt hier auch noch den Unschuldigen. Und ich habe das echt unterschätzt. Aber gut, das Wichtigste ist jetzt, dass wir Kira schützen und ihr die Augen öffnen und klar machen, dass dieser miese Sack sie nur ausnutzt. In Berlin hat Anke Gerl Angst um ihre Tochter Kira. Denn ihr neuer Freund ist nicht nur 15 Jahre älter, sondern auch noch vorbestraft. Doch die 17-Jährige ist bis über beide Ohren in David Brehme verliebt und ihm vollkommen hörig. Hinzu kommt, die Nacktfotos, die sie für ihn gemacht hat, sind nun im Internet aufgetaucht. Brigida Braun vermutet, dass David dahinter steckt, um an den Bildern zu verdienen. Sie will Kira darüber informieren. Du, wir müssen mit der Kira sprechen. Die wollte heute hier übernachten, ne? Ja, kommen Sie rein. Kira? Deine Mutter. Sag mal, geht's noch? Folgst du mir jetzt schon hierher? Glaubst du mir etwa nicht, dass ich bei Sarah übernachte? Das war ja mal wieder so klar. Guck mal, was wir gefunden haben. Und jetzt sag uns bitte nicht, dass du das auch noch freiwillig gemacht hast. Wo habt ihr es ja? Kira, ich bin mir sicher, du wolltest es nicht. Aber es haben wir im Internet gefunden. Ich meine, von alleine kam das Bild nicht auf so eine Seite. Also Kira, wir gehen davon aus, dass dein Freund David etwas damit zu tun hat. Sag mal, hat er das Foto geschossen? Nein, das war ich. Ich hab's für ihn gemacht, aber es war nur für seine Augen bestimmt. Der macht sowas nicht. Der hat es niemals ins Internet gestellt. Anscheinend ja doch. Ich meine, seh doch ein, dass dieser Typ dich von Anfang an belogen hat, Kira. Das war bestimmt ein Versehen oder ihm wurde das Foto geklaut, oder? Dass du diesen Mistkerl immer noch schwitzt. Kira, Süße, bitte, mach langsam die Augen auf. Es reicht. Also, Kira, hör zu. Dein David, der muss uns das erklären. Ich hoffe, dass du das einsiehst, oder? Der kann das erklären. Zu 100%, der kann das erklären. Das hoffe ich für den. Also ich erwäge, den Mann anzuzeigen. Hör mal, darüber hinaus brauche ich seine Unterlassungserklärung, dass er künftig dieses Bild im Netz nicht weiterverwendet. Nein. Keine Anzeige, um Gottes Willen, keine Anzeige. Ich meine, er hat es nicht gemacht. Das muss ein Versehen gewesen sein. Ich will wirklich bloß, dass es aus dem Netz verschwindet. Ich meine, wenn es jemand von der Schule sieht, das ist mehr als peinlich. Ja, Kira, das ist peinlich, ja? Aber glaube mir, und du weißt es doch, was einmal im Netz ist, das kriegst du dann nicht so wieder raus. Das ist der Punkt. Das ist unfassbar. Ich frag mich, was sind das für Leute, die sowas machen?
Ich raff das nicht. Nun, wie dem auch sei. Also wir müssen unbedingt mit David Bremer sprechen. Sie haben doch einen Termin mit ihm vereinbart, nicht? Ja, ja, habe ich. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust, diesen Typen in meine Wohnung zu lassen. Aber was sein muss, muss sein, ne? Natürlich. Komm bitte, wir holen deine Jacke und wir fahren sofort nach Hause. Das kann alles nicht wahr sein. David würde so etwas nie tun. Er liebt mich doch. Da muss irgendwas anderes passiert sein. Ich bin wirklich gespannt, wie Herr Bremer uns das erklären will. Es ist das eine, sich von einem Minderjährigen solche Bilder schicken zu lassen. Aber sollte er tatsächlich diese Bilder ins Internet gestellt haben, dann ziehe ich ihn dafür zur Rechenschaft.